Guten Abend, Herr Rangnick. Jetzt ist es amtlich vorbei, die Zeiten, in der Sie die Champions League gemütlich von zu Hause vom Sofa aus verfolgen können. Wie werden Sie das verkraften? Ich glaube, das verkraften wir gut. Ja, es ist einfach unglaublich. Es ist nur schwer in Worte zu fassen, was diese Saison passiert ist oder wenn man so will, in den letzten 5 Jahren passiert ist. Vor 4,5 Jahren haben wir hier noch gegen Union Berlin 2 auf einem Kunstrasenplatz gespielt, vor 400 Zuschauern. Und 4,5 Jahre später machen wir hier in einem fast ausverkauften Olympiastadion die Champions League klar. Das ist ungewöhnlich, außergewöhnlich, konnte, glaube ich, niemand so vorhersehen. Und da freuen wir uns natürlich riesig drüber. Dann haben Sie recht. Nach 30 Jahren bringen Sie den Europapokal den Leipzigern zurück. Die Fans feierten im Stadion schon Anfang der ersten Halbzeit. Viele werden sich noch erinnern. 87, das legendäre Halbfinale von damals Lok Leipzig gegen Girondins Bordeaux. Sie sind der erste Bundesliga-Neuling, der es direkt in die Königsklasse geschafft hat. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. Viele reden immer vom vielen Geld, was Sie ausgeben können. Sie erwähnen immer regelmäßig zu Recht auch die exzellente Arbeit, die in Leipzig geleistet wird. Würden Sie mit über die Brücke kommen, zu sagen, ohne das Geld wäre diese Geschichte so allerdings nie und nimmer möglich gewesen? Ja, ohne das Geld wäre ich auch nicht damals in die 4. Liga gegangen als Sportdirektor, ohne eine gewisse Anschubfinanzierung, die wir zweifellos hatten. Aber man sollte auch wieder nicht vergessen, wir haben heute, glaube ich, auch wieder mit 8 oder 9 Spielern in der Startelf begonnen, die letztes Jahr schon in der 2. Liga bei uns waren. Und ich sage einfach nach wie vor, die meisten oder fast alle der Spieler, die wir geholt haben, hätten alle anderen Vereine, mit denen wir dann in der jeweiligen Saison in der gleichen Liga gespielt haben, auch holen können. Oder zumindest mal, als wir noch Drittligist waren, auch welche aus der 2. Liga hätten einen Yusuf Pausen holen können. Und ja, nochmal, der Weg ist klar, wir werden den auch nicht verlassen. Wir werden auch jetzt für die Champions League keine bekannten, teuren Stars einkaufen, sondern wir werden unserer Linie treu bleiben, junge, hochbegabte Spieler zu holen, die wir dann so entwickeln, wie wir die Mannschaft, die wir heute hier gesehen haben, auch entwickelt haben. 2 Tore von Timo Werner und 2 von Davy Selke krönen eine rasante Erfolgsgeschichte. Der andere RB-Club aus Salzburg ist auf einem guten Weg, österreichischer Meister zu werden. Nur gibt es diese UEFA Financial Fairplay-Regel, die besagt, dass nicht 2 Clubs gleichzeitig im Europapokal antreten würden, die, Zitat, auf irgendeine Art und Weise entscheidend von ein und derselben natürlichen oder juristischen Personen beeinflusst werden können. Wie viele schlaflose Nächte hat Ihnen diese UEFA-Regel schon bereitet? Überhaupt keine, weil wir ja logischerweise schon vor Jahren wussten, dass dieser Tag mal kommen könnte. Dass er so schnell gekommen ist, konnte niemand ahnen. Aber das war ja auch einer der Gründe, weshalb ich 2015 mein Amt in Salzburg niedergelegt habe, vor 2 Jahren. Und alle anderen bei uns im Verein sind da schon seit Monaten, arbeiten mit Hochdruck dran, all diese Bedingungen zu erfüllen. Und deswegen mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Der Verein ist längst in der Stadt angekommen. Sie haben einen Schnitt von 41.000 Zuschauern, glaube ich. Obwohl der Club ja, wie Sie haben es gerade erwähnt, noch vergleichsweise nagelneu ist. Im Rest des Landes gibt es neben Kritik auch sehr viel Respekt für die sportliche Leistung. Reicht Ihnen das oder möchten Sie auch gemocht werden? Ja, ich glaube, dass wir in Leipzig nicht nur gemocht werden, sondern inzwischen geliebt werden. Dass sehr viele Menschen uns das, was hier passiert, nicht nur gönnen, sondern auch richtig mitfiebern. Heute waren, glaube ich, 13.000, 14.000 Zuschauer mit hier dabei. Vor 4 Jahren hatten wir noch einen Zuschauerschnitt von 6.000 in der 4. Liga. Darin kann man schon mal ablesen, was da in der Stadt und in der Region passiert ist. Und ich glaube, dass inzwischen auch viele der im operativen Geschäft tätigen Menschen in den anderen Vereinen schon auch bei genauer Betrachtung sehen, was wir da genau machen. Und dass deswegen die Anerkennung schon groß ist. Aber nebenbei bemerkt, andere Vereine in Deutschland werden auch nicht überall andernorts gemocht. Also ja, unser nächster Gegner nächsten Samstag, da gibt es auch viele, die sie nicht Bayern, so sehr mögen. Die polarisieren auch sehr. Kurze Schlussfrage, gibt es eine rauschende Champions-League-Party heute Abend in Leipzig? Davon gehe ich aus. Ich glaube, dass viele jetzt schnell nach Hause wollen, sowohl Spieler als auch Zuschauer, die hier im Stadion waren. Und dann werden wir heute sicher die Nacht durchmachen. Die ganze Stadt wird heute gemeinsam feiern. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Sehr nett. Vielen Dank. Dankeschön.